Servus und Tag zu diesem neuen Konsolendoktor-Video. Tja, schon lange kein Konsolendoktor-Video mehr gemacht. Eigentlich wollte ich da zeigen, wie man alte Konsolen so reinigt und allem oder Controller und sonstiges. Aber ich hatte mir ja vor auch schon Urzeiten den Raspberry Pi geholt und hatte dazu einfach mal so ein bisschen geguckt, habe aber kein schönes Video gefunden, wo es den ganzen Aufbau so zeigt. Ich habe gedacht, das könnte vielleicht mal für den einen oder anderen interessant sein. Und ich habe gedacht, ich mache einfach mal kurz, ja, schauen wir mal, wie lange das wird, aber ein Video dazu. Ich hatte ja das, dieses Set, jetzt suche ich gerade den, hier ist ja das Tablet noch drin. Hier dieses Set mir damals geholt mit dem Modell B, den 4 GB Raspberry Pi Starter Kit. Das Unboxing dazu findet ihr auch unter den Unboxings auf meinem Kanal. Und ich wollte halt einmal kurz zeigen, wie man das Ganze einfach nur zusammenschraubt. Vielleicht ist es für den anderen oder nötig. Ist eigentlich kein Hexenwerk. So, wir haben hier den Raspberry Pi. Das ist bei mir die 4 GB RAM, das Modell B. In diesem Pappkarton. Auf dieser Platine. Ich habe ja diese antistatische Matte hier. Das ist kein Must-Have. Aber wenn ich mit Platinen arbeite, nutze ich sowas immer lieber. Einfach und auch für die Schrauben hier mit den Magneten, die hier so drin sind. Ist mir das einfach persönlich lieber. Hier sind die Anschlüsse und die Platine so alleine ist natürlich ein bisschen schlecht, die einfach irgendwo hinzutun und zu benutzen. Deswegen ist bei diesem Starter-Kit auch dieses Kunststoffgehäuse hier mit dabei. Ist nichts Tolles, gibt auch verschiedene andere. Ich will mein Raspberry Pi ja als Retro-Emulationskonsole nutzen und da gibt es dann auch Varianten für den NES oder SNES und sonstiges, sogar Sega Mega Drive, kosten noch ein paar Euro mehr und ich finde es eigentlich blöd, dass ich die original Mini-Konsolen habe, dann so ein Raspberry Pi daneben stehen zu haben. Mir reicht dann auch einfach hier diese Plastik, einfache Verpackung. Zum Einbau der Platine, eigentlich, wie gesagt, alles recht simpel. Wir haben hier die gucken, dass der Autofokus das auch gebacken kriegt. Natürlich mit dem Schwarz nicht ganz so gut. Ich versuche gerade die Kante zu zeigen. Da seht ihr es hier, ne? Da ist ja diese abgerundete Kante. Und die findet ihr und benötigt ihr für den 3,5 mm Klinkenanschluss hier. Ist halt auch rund. Das heißt, müssen die schon hier so anbringen, dass das natürlich übereinander geht. Und jetzt muss ich gucken, dass man das irgendwie sieht. Hier sind diese Erhebungen. Das heißt, die Platine, die passt so da von oben nicht drauf. Ihr müsst die einfach nur hier unter diesen Erhebungen hier an der Seite, da seht ihr das, einfach drunter heben. Und dann passt das ganz genau rein, dass ihr, wie gesagt, dieser 3,5 mm Klinkenanschluss auch da an dieser halbrunden Sache drin ist. Und dann ist das Ganze schon feste im Gehäuse. Dann kommt dieses Oberteil, also oder wie gesagt, Mittelteil, kommt dann einfach theoretisch hier oben drauf gesteckt und man sieht dann nämlich auch schon, wo die Kühlkörper hier hinkommen. Ja, also hier einmal auf den Chip und den Chip, weil für die anderen Teile wäre gar kein Platz, dass man das jetzt auf den drauf tut oder auf den, da würde dieses Gehäuse hier gar nicht drauf passen, deswegen ist es ganz simpel zu erkennen, wo gehört da was hin. Also nehmen wir einfach diese passiven Kühlkörper hier, die die Wärme der einzelnen Chips einfach ableiten soll, was man, denke ich mal, ja schon irgendwo so ein bisschen kennt oder aufgeschnappt hat. Bei einem ganz normalen Rechner hat man das ja auch, dass die Kühlkörper haben und dann nochmal zum Beispiel bei der CPU wieder drauf sind. Gucken wir, dass das passt. Genau, die sind schon so zugeschnitten, die Kühlkörper, dass wir die dahin tun, wo sie hingehören. Bei dem, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich besonders wichtig ist, aber ich mache es so, wir haben hier diese Kühlrippen, ne, wie ihr seht, da, so könnt ihr das ganz gut sehen und da geht ja die Luft durch, die soll ja hier durchgehen und die Wärme dadurch ableiten. So, wenn wir das jetzt ganz so rumdrehen würden hier auf dem Chip, dann würde die Luft ja hier direkt gegenstoßen und sich stauen. Also gucke ich, dass ich diese
Kühlrippen möglichst dahin tue, dass sie möglichst viel Luft, also Zugluft haben. Das heißt, die geht dann einmal möglichst hier ungehindert durch. Nicht wirklich viel, weil natürlich ist jetzt hier das Gehäuse an der Seite, aber sag ich mal, hier würde sie sich eher hinstauen und auch da, als jetzt nach hier. Deswegen tue ich den dahin. Wie gesagt, weiß ich, ob das wirklich ganz wichtig ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht so wichtig ist, aber vielleicht bringt es den ein oder andere halbe Grad Celsius dann schon bei längerem Betrieb. Es schadet, denke ich mal, auf jeden Fall nicht, auf sowas einfach mal ein bisschen zu achten und sich ein paar Gedanken dabei zu machen. Wie gesagt, für den Speicher ist sowieso diese Zugrichtung in allen Richtungen, in allen vier, bei den passiven Kühler haben sie es aber einfach nur für die Richtung gemacht. Für den Hauptprozessor ist es auch gleich. Da können wir den so drauf tun. Der ist auch allen Kanten, glaube ich, gleich. Ein bisschen breiter als die Erhöhung hier ist er schon. Aber ist halt nicht ganz so wild. So, und die sind auch selbstklebend. Und schon haben wir hier zumindest mal eine passive Kühlung drauf. Was, denke ich mal, besonders wenn man jetzt länger das Ding betreibt, schon nicht so uninteressant sein wird. Dann müssen wir halt gucken, dass wir das hier drauf schieben. Möglichst gleichmäßig, ist nicht ganz so einfach. Das heißt halt diese Klickmechanismen. Ein bisschen schief jetzt drauf, endlich vermeiden wollte, aber manchmal flutscht die Sachen in die eine Richtung besser als in die andere. Na, will auch nicht zu viel Druck ausüben, um es halt natürlich auch nicht kaputt zu machen. Aber ihr seht jetzt hier, dass hier hinten ist er schon drin und in den anderen drei Seiten nicht. Das ist natürlich echt Drähte. Vielleicht, na, jetzt hat sich die Platine auch noch rausgelöst. Also bringt es nichts, mit Gewalt an sowas ranzugehen, sondern halt besonnen und mit Ruhe. Schön wäre es natürlich, gesagt, wenn das einfach draufgleiten würde, tut es aber einfach nicht. Na komm schon. Na, jetzt habe ich immer schon mal zwei Ecken statt nur einer. Aber an der gleichen hängt wieder an der gleichen Stelle fest. Na, komm schon raus da. Oder drauf. Versuche ich das wieder rauszulösen. Na, komm schon näher. Das ist natürlich jetzt immer so die Vorführeffekt-Sache. Setzen wir den erst dahin. Ne. Er will einfach nicht. Sowas Gemeines. Aber wenn du schief ansetzt, dann hast du auch direkt das gleiche Problem, nur an einer anderen Stelle. Ja, da flutscht er sofort rein, ne? Nur hier nicht. Ich habe noch eine andere Idee. Wo ist mein Feinmechaniker-Set? Da haben wir hier solche, ja, Greifer. Ich glaube, die sind zu breit. Kriege ich hier nicht drunter gehebelt, weil hier hängt er. Zack, ja, ist er jetzt drin. Jetzt hat er verloren. Doch ein bisschen fester gedrückt. So, und dann seht ihr auch, die Kühlkörper passen hier genau rein, sind also richtig angeschlossen. Hier haben wir die verschiedenen Ports. Das ist also so ein Jumper-Dingens. Dann haben wir hier das LAN, die USB 3, die USB 2, Klinke, dann HDMIs, ich weiß gar nicht, ist das auch ein HDMI-In eigentlich? Steht einfach nur HDMI dran, nicht ob In oder Out. Und halt USB-C und die SD-Karten-Slot. Dann haben wir hier extra eine Öffnung. Heißt, wenn wir es hier drauf machen, haben wir hier eine Luftöffnung. Der wäre jetzt natürlich so offen.
Aber die haben einen Lüfter mit hinzugepackt. Jetzt muss ich gleich mal gucken. Müsste ich noch mal auch selber noch mal nachschauen, auf welchen Pin der Lüfter jetzt direkt ins drauf gesteckt wird. Ich weiß es nämlich gerade nicht. Und die Bedienungsanleitung ist echt mies. Das ist dieses Starter-Kit, aber das ist eigentlich nur softwaremäßig Installation. Oder steht es hier bei? C-Netzteil. Ne. Haben sie leider nicht markiert. USB-C 5 Volt. Da steht es leider auch nicht mit bei. Muss ich gleich mal kurz einen Cut machen und dann schauen wir mal, wo wir den Lüfter drauf machen. Auf jeden Fall kommt er hier drauf montiert, indem wir mit den Schrauben und den Muttern das Ganze befestigen. Zack. Und dann können wir hier einmal eine Schraube durchstecken. Und dann guckt ihr, dass ihr den Lüfter so rum, also dass diese Seite oben bei dem Gehäuse ist, damit er auch die Luft reinzieht und nicht rauszieht. Aber wir wollen die Luft von oben nach unten drauf drücken. Dann kann die auch nämlich richtig schön da durchgedrückt werden. Und wenn du die ziehst, würde er ja theoretisch ein Vakuum ziehen, aber so dicht ist es natürlich nicht, weil sonst würde ja auch ein Überdruck beim Reinblasen geschehen. Aber wie gesagt, die Luftströmung sollte auf dem Kühlkörper sein und nicht weg davon. So, gucken wir, dass wir die Muttern vielleicht schon mal anziehen oder drauf drehen. Und dann noch eine Schraube, eine Mutter hierhin. Und das Ganze hier drauf friemeln. Und dann haben wir hier auch noch ein USB, ein Schraubendreher zum Festziehen. Könnt ihr einfach mit dem Daumen die Mutter so fixieren. Das muss nicht festgeknallt sein, ne? Guckt nur, dass es möglichst schonfeste ist, dass da keine Bewegungen sind. Der Lüfter, der dreht sich natürlich und wenn der zu locker ist, dann bewegt sich das Ganze und dann würde es einfach nur laut werden. Das sollte es natürlich nicht. Aber wenn ihr das so mit dem Finger einfach ein bisschen gegendrückt, die Muttern, und hier mit den Daumen und Zeigefinger die festzieht, sollte das ausreichen. Und dass das feste ist und nicht zu feste, weil es sind natürlich auch dünne Schrauben, kleine Gewinde, die sollten nicht überzogen werden. So, dann mache ich mal kurz einen Cut und guck mal eben, wo genau der drauf kommt. Ich vermute hier, bin mir aber nicht so 100% sicher. Schuh! Tja, wieder gerade nochmal nachgeschaut. Hier irgendwie, verstehe nicht, was wie sowas. Machen Sie hier die Einrichtung des gesamten Herstellerverbindung zum WLAN, bla bla bla. Warum machen die denn sowas viel mit dem Lüfter nicht drauf? Das, wo soll man das wissen? Auf jeden Fall hat man halt hier diese Pins und wie ich gerade nachgeguckt habe, muss der rote auf dem zweiten von oben und der schwarze auf dem dritten oben drauf und dann soll der Lüfter laufen. Ein bisschen frickelig, guckt, dass er da definitiv ja die auch erwischt hier, so wie ich gerade dahinter, dann wollte das drauf gehen? Na, ich glaube, ich habe ihn nicht richtig getroffen. Da war wieder nicht. So sollte es aber eigentlich jetzt drauf sein. Ja, bin ein bisschen. Ah, so. Vorsichtiger, weil ich natürlich die Pins auch nicht verbiegen will. Tja, das ist eigentlich schon alles. So kann man den jetzt drauf machen, gucken, dass man das Kabel irgendwo vielleicht verlegt, dass man das nirgendwo abknickt oder irgendwas anderes blockiert. Und dann kann man das Ganze zumachen und hat seinen Raspberry Pi
zusammengebaut und kann dann jetzt in meinem Fall, wie gesagt, Retrobit dann drauf installieren, um dann hinterher das als Emulationskonsole zum Beispiel zu benutzen, um dann deine ROMs, die ich mir ja selber erstelle, dann zu spielen und halt mich über HDMI und allem zu, ja, wiederzugeben. Das finde ich eine ganz nette Allround-Lösung, um halt auch Sachen, die jetzt außerhalb vom Retron 5, was ich PlayStation und so zu spielen sind, aber auch soll das Bild besser sein, kommt halt immer auf den Emulator an, den man selber verwendet. Ja, muss man mal schauen. Bin mal gespannt. Ich fand es von der Thematik hier schon immer interessant und wollte das Ganze mal ausprobieren. Mit dem Raspberry Pi kann man noch sehr viel wohl mehr machen, aber ich selber habe mich da nur so leicht mit der Emulationsgeschichte auseinandergesetzt und das auch für diese Zwecke haben wollen. Und ja, muss man halt schauen. Aber das ist einfach so zur Installation. Wie gesagt, wo welcher Kühlkörper einmal hinkommt und halt auch der Strom und dass er den Lüfter vernünftig festmacht und nicht zu feste, dann sollte das alles gut klappen. Tja, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen helfen können. Vielleicht schreibt es unten in den Kommentaren, wenn ja, vielleicht auch irgendwelche Ergänzungen. Und ansonsten, lasst mir einen Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat. Und wenn das noch nicht getan habt und mehr von mir sehen wollt, lasst ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao.